Im leerstehenden ehemaligen Universitätsgebäude an der Schillstraße finden zurzeit die Dreharbeiten zum neuen Kinofilm von Matthias Schweighöfer statt. Während er selbst im Stau steht und deshalb nicht beim Pressetermin dabei ist, dreht sein Mitspieler Florian David Fitz schon mal fleißig alleine einige Szenen. Der Titel des Kinofilms: Der geilste Tag. Dafür hat Florian David Fitz auch das Drehbuch geschrieben. In Augsburg fühlt sich das gesamte Filmteam sauwohl. Fitz kennt Augsburg auch von früher. Wir wohnen genau in der Stadtmitte und es ist dann schon sehr beeindruckend, wie intakt das alles ist. Und das hat sich auch sehr verändert, finde ich, in den letzten 20 Jahren oder so, ja. In Augsburg werden die wichtigen Hospizszenen aus dem Film gedreht. Der geilste Tag ist eine Tragikomödie, die sich mit dem Thema Tod beschäftigt. Naja, wir sind ja hier im Hospiz und es geht eigentlich darum, ob der Tod nicht auch Vorteile haben kann. Also ich habe versucht, mich dem Thema zu nähern, auf eine etwas unheiligere Weise und trotzdem das ernst zu nehmen. Und es sind zwei Jungs, die eigentlich auf den einzigen Vorteil kommen, den man von Sterben hat, nämlich, dass man weg ist und die Konsequenzen nicht mehr tragen muss von seinem Handeln. Und deswegen machen sie sich auf und holen sich so viel Geld, wie sie nur können, weil sie nie was zurückzahlen müssen und machen sich auf die Suche nach dem geilsten Tag. Ja, ich bin jetzt jemand, der Gott sei Dank das relativ präsent hat, dass wir alle nicht so wahnsinnig viel Zeit haben. Und das macht mich jetzt auch gar nicht unlocker, sondern das macht ja das Ganze irgendwie erst interessant. Und deswegen habe ich diesen Stress nicht. Weitere Drehorte für den Film sind München und Südafrika. In Kapstadt wird das Filmteam endlich komplett sein. Denn da wird auch Schauspielerin Alexandra Maria Lara mit von der Partie sein. Im Kino wird der Streifen ab 2016 zu sehen sein.